Aufgrund der Sperrung der Nordröhre des Wesertunnels stehen zurzeit die Pkw und Lkw dicht gedrängt auf der Weserfähre, die zwischen Brake und Sandstedt pendelt. Es entstehen Wartezeiten bis zu 3 Stunden trotz des Dauereinsatzes der Fähre. Die Fähre könne maximal 1.400 Fahrzeuge am Tag transportieren, weniger als ein Zehntel der Fahrzeuge, die normalerweise täglich durch den Wesertunnel fahren, berichtet Fahrkapitän Schulze. Die Situation wird sich auch in den nächsten Tagen nicht entspannen, glaubt Schulze. Auf der östlichen Weserseite wird die Fahrbahn saniert. Weitere Flussquerungsmöglichkeiten bestehen durch die Fährverbindungen Nordenham-Blexen und Berne-Fage. Anfang Juli wird die Südröhre des Wesertunnels vollgesperrt. Dann werden sich die Fahrzeugschlangen in der Wesermarsch bilden.